Hey Leute, weiter geht's mit Let's Play Deponia, The Complete Journey. Ja, wir sind hier im Postamt und unsere Aufgabe ist es irgendwie, ja, Cletus zu kontaktieren. Cletus ist in Elysium und Goal hat uns darum gebeten, ihn zu kontaktieren, damit sie gerettet wird. Ja, wir brauchen dazu ein Funkgerät. Wir können nur dieses einzige Funkgerät benutzen, was hier oben existiert. Also das Backup-Funkgerät, sage ich jetzt mal einfach so, im Tresorraum von der Poststelle. Da kommen wir aber nicht hin. Da squitcht unser Postbote hier mit einem Fehler. Wir kommen da gar nicht erst rein. Und hier oben ist das andere Funkgerät, aber ihr hört es schon. Da sitzt ja noch die Daube. Ne? Der Bossbote ist schon reichlich genervt. Wir brauchen die Kopfhörer irgendwie. Irgendwie, vielleicht kommen wir in den Tresorraum, wenn wir mit den Dauben hier irgendwas anstellen. Deswegen hatte ich ja hier auch schon einen. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld. Genau, das haben wir da eingesetzt. Wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumrege. Ich liebe es, Gott zu spielen. Ach so, das heißt, wir müssen das irgendwie anders einstellen. Aber wie? Knopf? Okay. Moment, Knopf. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Knopf? Ist das hier auch ein Knopf? Nee. Hier ist ein Knopf. Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Knopf, Knopf. So, vielleicht indem wir hier drüben irgendwie die drei voll kriegen oder was? Nee, das. So, da drüben haben wir drei. Jetzt haben wir keins mehr da drüben. Ich versuche mal irgendwie die Mitte frei zu bekommen. Ich habe keine Ahnung, ob das dann funktioniert, ob das überhaupt möglich ist. Ich meine, wir haben ja hier quasi überall diese Kreise. Ne? Ich meine, das seht ihr ja. Ihr seid ja selber nicht blind. Und ich nehme jetzt einfach mal an, dass das irgendwie funktioniert, dass wir das hier quasi freikriegen. Das war ja in der Mitte, glaube ich, schon voll. Hätte ich mir vielleicht mal merken sollen. Och jo, das ist nun mal so, wenn man nicht immer direkt mitdenkt. So, jetzt haben wir auf der rechts alles voll. Aber das ist nicht das Rätsel zur Lösung. Das sind immer noch drei. Jetzt haben wir doch nur noch zwei. Sollen wir das mal so probieren? Ne, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ne, da kann man drehen, da kann man drehen, da kann man drehen. Und da in der Theorie, solange wie da Knöpfe sind. Also solange wie es da grün blinkt. Und hier passiert ja nichts. Okay, das ist schon mal einleuchtend. Ja, komm, einmal hier rüber. Halt. Okay, das funktioniert leider nicht so gut. Na, zack, einmal da. Komm, wir versuchen das jetzt einfach mal so.
oder? Moment, jeder weiß, dass sich Brieftauben am Erdmagnetfeld orientieren. Aber nur Profi-Ornithologen wie Rufus wissen, dass sich dicke Tauben an starken Erdmagnetfeldern orientieren, mittlere an mittelstarken und kleine an schwachen. Ausgerüstet mit diesem Spezialwissen sollte es ein Klack sein, für ordentlich Wirbel im Taubenschlag zu sorgen. Dreht die Scheiben am Erdmagnetfeldmanipulator, um die grünen Relais-Knoten vertikal aufzureihen. Drücke dafür den Relais-Knoten in der Mitte der Scheibe. Das geht nur, wenn er aktiv ist. Die Anzahl aktiver Relaisknoten in einer Spalte bestimmt, welche Taube in welchen Taubenschlag zieht. Die linke Spalte manipuliert zum Beispiel die Feldstärke im kleinen Taubenschlag. Okay, das heißt, das rechte im rechten Taubenschlag oder was? Achso, im mittleren. Okay, Moment. Also links dreht. Die Anzahl aktiver Relaisknoten in einer bestimmten. Genau, die linke Spalte manipuliert zum Beispiel die Feldstärke im kleinen Taubenschlag. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus hat die Handmaschine missbraucht, um Schindeln vom Rathausdach zu stehlen. Ja. Okay, ich denke mal, dass. Nee, nicht überspringen. Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Rufus, ja, genau. Vielleicht bringt uns das ja irgendwas. Einmal die Coupons. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Ja, drückt mal die Daumen, Leute, ne? Ja. Die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Gott, die armen Gätzchen wieder. Aber wenn es nicht anders geht, ne? Ich meine, letzten Endes müssen wir die Katzen ja dann. Oh. Ich mach's ganz, ganz ungern, ne? Weil, wie gesagt, ich bin so ein Tierfreund. Wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Ja. Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Jawohl, so, mal Taube gucken. Aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. So, mal gucken, ob das funktioniert. Eine kleine und natürlich, zack. Jawohl, das hat schon mal funktioniert. Mit den Däubchen. Ah, Knickerfolie. Wer liebt sie nicht? Ja, zum Beispiel der Bossbote, der liebt sie ja ganz, ganz stark, ne? Knick. Knick, hehe. Und nochmal, komm. Knick, knicke, die Knick, oh yeah. Fehler. Fehler. Das ist schon klar. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke, die Knick, oh yeah. Wie du willst. Okay. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Ja, sicher, aber trotzdem. Ich will ihn lieber nicht stören. Er sieht so glücklich aus. Genau, den lassen wir mal lieber da. Und jetzt gehen wir gleich direkt erstmal zu den Ersatzkatzenschubladen. Oh. Hey, der Kasten der Ersatzpostkatzen ist gepolstert. Mit Ersatzpostkatzenkastenmatratzen. Ja. Eine für sofort und eine für unterwegs. Ja, genau. Nimm mal mit. So, den machen wir wieder zu. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Meinst du? Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt, dem Post... Ja, nimm mal mit. Oh, und guck mal da, Ziffernblatt. Oh. Okay, wir haben ja hier das Ziffernblatt. Zack. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem Code gibt? Bestimmt nicht. Sonst wäre ich schon längst darauf gekommen. Ja, nee, ist klar. Natürlich gibt es da irgendwo einen Zusammenhang. Oder vielleicht einfach so.
Okay, das ist natürlich jetzt die Frage. Moment. Okay, wir haben quasi den Zettel. Ich denke mal, das dürfte der Code sein, ne? Also noch nicht ganz. Wir haben hier Zahlen auf dem Zettel noch zusätzlich drauf. Ich glaube auch nicht, dass der Code so lang ist. Deswegen nehmen wir einfach mal die Zahlen an, dass sie quasi die Position der Ziffer angeben, die wir für den Code brauchen. So, das wäre an erster Stelle die 3, 6, 4, 9. Probieren wir es einfach mal. 3, 6, 4, 9. 3, 6, 4, 9. Aha, Rufus in the house. Und gleich ist er im Safe. Jawohl. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Ja, nee, ist klar, Rufus. So, dann nehmen wir mal. Anstößt nickt er mit dem Kopf. So ein Feature wünsche ich mir für Toni. Ja, ist schon klar. Wir nehmen jetzt mal den Wippvogel hier mit und wir haben ja schon mal das Mikrofon. Das kann man ja schon mal hier benutzen. Aber wir wissen ja auch, fehlt dass nur noch uns... Der Hörer. Genau, der Hörer fehlt. Fehlt nur noch der Hörer. Den müssen wir uns hier irgendwie noch holen. Die Frage ist nur wie. Und zwar, denke ich mal, könnte es gut funktionieren, wenn wir den Telefonisten dann noch mehr zuquaken. So, denn die einzigsten Stellen, die wir jetzt noch offen haben, also quasi zum Funken offen haben, wären einmal diese Gegensprechanlage und der Fernschreiber. Und wisst ihr was? Hier ist ja ein Knöpfchen drauf. Ihr wisst ja, was passiert, wenn man da drauf drückt. Nächster bitte! So. Und da, zack, setzen wir einfach mal diesen Wippvogel hier drauf. Vielleicht funktioniert es ja. Nächster bitte! Nächster bitte! Ach du meine Güte, wäre mir zu viel Krach, wenn ich ehrlich bin. So, und die Katzen, die lassen wir vielleicht hier drauf bei dem Fernschreiber. Bitte. Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Och, wie sich schnurrt. Hört ihr das? Ist ja mal voll süß. So, aber wir müssen mal schauen, ob das Ganze jetzt von Erfolg gekrönt war. Oh, meint die armen Leutchen hier. So, ja. Wir fragen mal den Telefonisten, was los ist. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Okay, so viel zum Thema Fragen. Bitte lass diese Substanz da Haargel sein. So, dann nehmen wir uns einfach mal das Ding noch mit. Bling. Ja, Gottchen, ey. Ah, wir sind schon fies irgendwo. Aber ne, wenn sie uns nicht freiwillig helfen wollen, dann müssen wir uns halt selber helfen irgendwie. Dann sind sie selber schuld, wenn sie jetzt leiden. Jetzt kann's losgehen. Ja, genau. Also Leute, auf geht's, das Funkgerät benutzt und vielleicht schaffen wir es ja wirklich, Cletus zu kontaktieren damit. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Cletus? Junk fly hazard in the northern quadrant. Caused by a flock of stampeding... Cletus! Komm schon. Deine Liebe ist... Cletus, Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Erste. Rufus. Da-da-dap, man nennt ihn Rufus, Rufus. Da-da-dap, man nennt ihn Rufus, Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Aha, wir haben Cletus also kontaktiert. Ja, klar bin ich auf Deponia. Klar bin ich auf Deponia. Wo sind Sie denn? Auf dem Organonkreuzer? Oder Elysium? Das hat sie nichts anzugehen. Bevor wir über ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. So, kommen Sie wirklich aus Elysium? Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Was hat Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht sie nichts
an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Planen die Organons etwas? Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie. Mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Ja, ist schon klar. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Okay. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ach, warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Ach doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Ja, genau. Also, das haben wir schon mal erledigt. Wir wissen jetzt, wo wir hin sollen. Wir haben einen Plan, einen neuen Plan mal wieder. Ja, zurück zu Kohl erstmal, genau. Und dann in Richtung Elysium. Ja, genau. Weiter. Zack, zack, zack. Wir gehen mal ganz fix zu Kohl, also an die Notfallstation zu Kohl. Müssen wir einmal hier rein. Hallo? Was ist denn hier los? Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Sieh an, hab ich dich endlich! Was soll das heißen? Ich bin's doch, Rufus! Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl! Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit.
meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Oh Mann. Ah, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Ja, natürlich. Und uns lässt er jetzt noch hier drin, oder was? So, wir müssen einen Weg hier rausfinden und dann einen Weg, um Cole zu retten. Cole aus Fensters Clown retten hier. Erstmal ausbrechen und dann... Ja, aber wisst ihr was? Das soll es bei diesem Bad gewesen sein. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wenn ihr den Ausbruch hier miterleben wollt und wie wir hoffentlich Cole retten, dann schaltet doch wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Debonia. Da kommt die Johnny. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.